Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und zwar, ihr seht es schon im Titel, die Sache mit den Yeezys. Ja, das hat eigentlich nur was damit zu tun, dass ich mir wieder Yeezys gekauft habe. Und wie viele wissen, ich hatte schon insgesamt, was die V2 Modelle angeht, 3 Paare in jeweils unterschiedlichen Größen. Am Anfang hatte ich welche in 41 ein Drittel, dann in 40 zwei Drittel und dann in 40. Jetzt habe ich mir per eBay welche zukommen lassen. In Größe 39 ein Drittel, denn ich habe eine Schuhgröße, die variiert zwischen 37 bis 39. Deshalb hoffe ich jetzt einfach, dass die passen. Und ja, ich sage jetzt schon vorab, der Karton ist nicht vorhanden, da der eBay-Verkäufer diesen an seine Schwester geschenkt hat, verschenkt hat und somit dann gesagt hat, ja, man nimmt ja Leuten nicht etwas weg, was man ihnen geschenkt hat. Habe ich auch verstanden, habe ich auch gesagt, ist in Ordnung. So, mir haben auch viele Leute bestätigt, dass der Schuh real ist. Ich hoffe, das ist er auch. Boah, es sieht halt schon saukrass aus. Also ich habe mich diesmal für die Variante, für die Copper-Variante entschieden. Ich hoffe, wie gesagt, sehr, dass dieser Schuh auch real ist. Ich hoffe es einfach, ich weiß nicht. Also die Sohle ist sehr, ich nenne es jetzt mal tot, deshalb habe ich auch einen gewissen Preis für ihn gezahlt, der nicht, ja, jetzt nicht allzu teuer war. Man sieht hier, die Sohle ist wirklich durchgerockt, aber sieht trotzdem von oben noch absolut top aus. Also man sieht es ja, der sieht absolut krank noch aus. Wie gesagt, ihr könnt mir gerne die Kommentare schreiben, ob ihr denkt, dass er real ist. Ich weiß nicht. Just check it. Aber ich werde jetzt erstmal anders binden, weil man schnürt seine Yeezys nicht. Das ist ja absolut, das geht ja nicht. Geht so nicht. Und dann schnüre ich die eben mal ganz kurz anders und probiere sie einfach mal an. So, das Gute ist, dadurch, dass sie ja schon ein bisschen ausgelaufen sind, sage ich jetzt mal, wenn man das überhaupt so nennen kann, sind sie dadurch natürlich schon eingetragen und sind vielleicht auch ein bisschen weiter, als wenn sie neu sind. Das habe ich mir davon jetzt erhofft. Ich werde meine Yeezys so tragen, also offen quasi, so, like you see. Wenn dann noch so ein bisschen so, so. Probieren wir das Ganze mal an. Oh ja, der passt perfekt. Oh, okay, das habe ich schon sehr oft gesagt, dass Yeezys perfekt passen, aber der passt wirklich wie angegossen. Mache ich das bei dem anderen gerade auch nochmal. Dadurch, dass sie halt, wie gesagt, ausgelatscht sind, sind die halt, ja, nicht mehr so eng, wie sie mal waren, natürlich. Das muss man noch mit dazu sagen. Und ja, ich glaube, das ist auch das Einzige, was man dazu großartig sagen kann. Ihr könnt jetzt wieder sagen, meine Socken zerstören alles, aber wow. Also ich glaube, wie gesagt, sehr stark, dass die real sind. Sie sehen zumindest sehr real aus. Sie sind auch ultra bequem. Also von der Bequemlichkeit her sind die genauso wie die anderen Yeezys, nur dass die halt passen und die halt nicht so eng sind, weil der vor mir wahrscheinlich die schön eingelaufen hat. Ich meine, bei der Sohle müssen die eingelaufen sein. Also die sehen echt krank gut aus. Also die gefallen mir echt richtig gut. Werde ich morgen erstmal anziehen, wie sich das gehört. Also sehen wirklich absolut krank aus. Boah, die werde ich safe jetzt. Ich habe oft gesagt, ich werde Yeezys behalten. Aber jetzt bin ich mir das erste Mal zu 10.000% sicher, dass ich diese hier behalten werde. Weil die sind krank bequem. Also ich glaube, das könnte jetzt mein Everyday-Schuh werden. Vor allem dadurch, dass sie halt schwarz sind, tragen die sich natürlich 1000-mal besser als welche, die nicht schwarz sind. Also als weiß, Yeezys zum Beispiel. Oder meine Blue Tint, wo du halt wirklich darauf achten musst, was du anziehst. Aber bei schwarzen Schuhen juckt es halt nicht, was du trägst. Und das finde ich jetzt absolut geil. Also die Schuhe sind wirklich mir gefallen. Die krank gut, kann ich nur nochmal sagen. Und wie gesagt, sagt mir gerne, ob sie real sind, eurer Meinung nach. Ich kann das nämlich nicht ganz genau sagen. Bei vielen sieht man es ja. Also ich finde, der sieht absolut real aus. Mir haben auch einige bestätigt, dass er real ist. Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich werde den Schuh jetzt erstmal nie wieder ausziehen. Also der ist absolut bequem. Ist krank. Er ist wirklich krank. Er ist so krass bequem. Ich kann es nicht in Worte fassen. Ich bin sehr glücklich. Natürlich ist es schade, dass der Karton jetzt nicht dabei ist. Aber Leute, es gibt Schlimmeres. Ganz ehrlich, bin ich sehr ehrlich. Ich finde ihn absolut krank. Boah, wow. Vor allem in der Farbe kostet er halt natürlich normalerweise wirklich viel Geld. Aber ich habe jetzt nicht viel bezahlt, sage ich jetzt mal. Ich werde euch nicht sagen, wie viel ich gezahlt habe, weil, ja, außer ihr wollt es unbedingt wissen, dann sagt es mir bitte. Sie sind absolut krank. Wow, ich bin geflasht. Ja, ich würde einfach sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Video. Und bis dahin würde ich sagen, schönen Tag.
euch, wenn ihr das seht. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.